Hallo Leute, heute mal etwas ganz anderes, ein Tech-Review, ein Gadget-Review. Eigentlich sollte das gar kein Test oder Review sein, beziehungsweise werden, weil ich das eigentlich nur für mich selbst getestet habe, um für euch die bestmögliche Vlog-Qualität zu erreichen. Geht dabei um ein relativ tolles Gadget, das mir mehrfach empfohlen wurde. Ich habe es aber jetzt durch einen Filmexperten ausgeliehen bekommen. Selber leisten kann ich es mir noch nicht. Ist einfach so. Ganz wichtig, ist nicht bezahlt. Der Hersteller hat mir nichts zugeschickt. Ich kriege für dieses Review nichts. Aber dadurch, dass ich so viel Material habe und dass ich so viele Tests gemacht habe, habe ich gesagt, stelle ich mal ein Video zusammen. Zusätzlich habe ich noch ein bisschen im Internet dazu recherchiert, bevor ich das überhaupt bekommen habe. Und dabei habe ich gemerkt, dass viele, viele Leute daran interessiert sind. Es geht um DJI Osmo. Das ist ein Dreiachsen-Gimbal mit 4K-Kamera. Für mich aber viel interessanter 1080p in 60 FPS und unglaublich smooth. Da ist es. Ein Dreiachsen-Gimbal. Sieht ein bisschen komisch aus. Das hier oben sind die Achsen. Ich kann es mal unlocken. Klack, klack und klack. Diese Kamera hier wird immer durch Gyros in der perfekten Situation, Position gehalten. Von vornherein, das Ding kostet richtig Geld. Und für Vlogs meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Was bedeutet eigentlich Gimbal? Gimbal ist das, was ihr früher kanntet, diese Steadicams, diese großen. Ja, fast schon eigenen Anzüge, wo eine Kamera drin hängt, damit das Ganze wackelfrei ist. Das ist heutzutage möglich mit sehr viel weniger und kleinerer Technik. Teuer ist es immer noch, 700 € ungefähr. Was gleich von vornherein zu sagen ist, weil wir ja ehrlich sein wollen, die Soundqualität ohne externes Mikrofon ist absoluter Müll. Das liegt daran, dass die Motoren, die ganze Zeit die Kamera im Gleichgewicht halten, so laut sind, dass man das nicht aufnehmen kann. Das ist alles ganz spannend, finde ich gut. Ich glaube allerdings, dass es eher was ist für wirkliche Filmer als für mich als jemanden, der damit nur Vlogs machen wird. Aber das werden wir dann sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Es ist 1080p, 60 Frames per Second und schauen wir mal rein. So, und so sieht es jetzt fertig aus. Wie ihr seht, hier auf dem Display habe ich die ganze Steuerung. Hier habe ich sonst auch nochmal Steuerung, da kann ich Fokus ändern etc. Wir gehen jetzt mal raus und gucken mal, was wir da alles machen können. Ihr hört die Motoren sogar wahrscheinlich jetzt so laut.
So, dann sind wir damit auch schon mal fertig. Ich habe euch extra den Ton drin gelassen, damit ihr hört, wie laut diese Motoren sind, ohne externes Mikrofon nicht zu benutzen. Für mich als Fazit, super für Filmemacher, bestimmt, richtig geil, auch in 4K. Preis auf der Seite, ich glaube, 659 Euro. Dann ist das natürlich schon relativ teuer. Und wichtig ist auch noch, für mich als Vlog-Lösung überhaupt nicht zu gebrauchen. Ich werde jetzt die nächsten Tage andere Sachen noch testen. Und am Ende will ich nur eins haben, das perfekte Vlog-Setup für euch, damit ich von Events immer die besten Bilder für euch bringen kann. Also, the hunt continues. Bis bald.